Eine holde Maid ging rechts am Horizont allein. So gut und rein, so recht und fein, so grad heraus, so stark und lieb, niemals linkisch wie ein Dieb, dort oben am Monde mag sie sein. Oder auch nicht. Alter, okay, also wir müssen rechts, rechts, geradeaus, links, geradeaus. Oh, was für ein rührendes Liedchen, ich muss kotzen. So, Labyrinth. Rechts. Rechts. Geradeaus. Links. Geradeaus. Hurra! Du hast das Labyrinth überwunden, Hoheit. Herzlichen Glückwunsch. Really? Was geht hier ab? Ach, Mensch, die Spore des verehrten Pilzes. Natürlich. Die stecke ich mir jetzt einfach mal ein. Aus der Nähe betrachtet wirkt dies viel größer, als ich dachte. Einfach atemberaubend. Ich glaube, das liegt an den Dämpfen. Aber nun gut. Dann können wir diesen Ort des Grauens ja jetzt endlich verlassen. Hier, nimm das. Ja, was? Achso, hab alles, was ich brauche. Ah, die Sache könnte etwas stinken, aber das Odeur ist harmlos. Okay. So, Trank ist fertig, Sophia. Du brauchst ein Boot. Ist am Pier. Nimm dir eins, das hier fällt. Und dann haust du ab. Koboldtarntrank, okay. Er muss hier weg, ne? Ich brauche doch auch in Wirklichkeit auch irgendwie noch 18 Teile von diesem Koboldplan. Oder reicht das schon? Ach so, das ist schon der ganze Plan. Ich muss ihn nur mal wieder zusammenpuzzeln. Das klingt vollkommen logisch. Das passiert mir ja häufiger. Natürlich kann ich es drehen. Sieht aus, als könnte es hier hinpassen. Und das tut es auch. Das sieht aus, als würde es hier irgendwo nach oben gehören. Die Frage, oder nicht? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Holy shit, voll das Riesending. Achso, das muss wahrscheinlich entweder... Nee, Moment, so nicht. So dann eher. Oder? Oder nicht? Oder doch? Brauche ich überhaupt alle Teile? Ich bin mir nicht sicher. Es sind so viele. Es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Was geht hier eigentlich ab? Bist du diese Ecke? Nein, bist du diese Ecke? Jawohl, das bist du. Alter. Warum habe ich hier 48 Teile? What? Ich, Nee. Hier liegt so viel Scheiß rum. Das kommt dahin. Das kommt da dran. Das kommt hier hin. Das kommt nicht dahin. Das kommt aber hier hin. Kommt das Teil noch hier hin? Vervollständige Pläne. Ach so, es gibt einen zweiten Layer, ich verstehe. Oh Gott, das ist so unnötig, ne?
einfach so unnötig. So richtig. Alter, und jetzt darf ich auch noch Tangram spielen. Ihr kennt mich doch alle mal. Sexistische Kackscheiße. So. Hier vorne passt ja eigentlich nur das Ding rein. Dann müssen wir mehr oder minder zwangsläufig das Ding hier hinhauen. Dann kommt das vermutlich dorthin. Das wird so nicht passen. Ich packe das mal so. Nee, das macht keinen Sinn. Aber das macht so Sinn und das macht dann so Sinn. Das waren 1,5 Stunden oder weniger? Wow. Das kam mir wie 4 Stunden vor. A dangerous task lies ahead for our young princess, for she must return to where it all began. To discover a means to break the spell over its rightful king. Die kleine Fettmops-Prinzessin. To lift the cloak of shadow over the land, the light in the dark returns once again. Rückkehr nach Koboldhausen. Na, fantastisch. Ich glaube, es ist das letzte Kapitel. So, jetzt setze ich mich auch mal wieder hin. Köstliche Oliven. Na, wenigstens sind es keine ekligen Oliven. Du hast einen Brief von einem unbekannten Kobold gefunden. Ganz toll. Was ist das? Mondblumennektar. 1 von 7. Eure Mütter, ne? Du knotest den Vorhang zu einem Bündel und behältst ihn. Nicht vergessen, Regenbogenbrille herstellen, um unsichtbares Schloss zu finden. Könnten wir vielleicht selbst eine Regenbogenbrille herstellen, Hoheit? Vermutlich. Ich bin ein hübscher, punktbemalter, gut betuchter Wasserfalter. Ein hübscher, punktbemalter, gut betuchter Wasserfalter. Ja, nee, habe ich das nicht eben schon gemacht? Wir sind schwarz und weiß bemalt. Was will man machen? So sind wir halt, okay. Schwarz und weiß, wer ist denn hier? Achso, was bist du und du? Goldene Panzerschicht, danke. Rot wie Kirschen. Ach, komm schon. Sommersprossig, flach und rund. Unsere Augen sind hässlich. Klein und silbrig. Silberfische in meinem Bett. Wir sind die buntesten Fische von allen. Regenbogenschuppen. Okay, wenigstens musste ich nicht alle sammeln. Ugh. Finde die einzigartigen Knöpfe und klicke darauf, um den Koffer zu öffnen. Alter. Ich könnte jetzt natürlich memory-mäßig einfach erstmal alles anklicken, was ich sehe, was doppelt ist. Okay, ich glaube, du bist ziemlich einzigartig. Und ich glaube, du auch. Und ich würde sagen, du auch. Und dann würde ich noch... Wie viele sind das denn eigentlich? Wüsste ich das wenigstens. Das wäre total fantastisch. Dann würde ich sagen, nee, du bist nicht einzigartig. Du bist voll der Haufen. Okay.
Okay, das ist auch nicht einzigartig. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch alles nicht. Das Ding hier? Nein, nein. Nein. Sind es vier? Sind es... Ich habe doch keine Ahnung. Was ist mit dem hier? Das haben wir da oben nochmal. Was ist mit dem Ding? Haben wir das nochmal irgendwo? Das ist ein einfachen... Haben wir... Haben, nee, ne? Glaube nicht. Okay, noch mehr? Oder irgendwas falsch? Ich... Bin mir nicht sicher. So, das L hier, das haben wir da auf jeden Fall nochmal. Den Kreis haben wir da, das Ding haben wir da, das Ding haben wir da, das Ding haben wir da. Das haben wir auch, das haben wir auch, das haben wir auch. Das haben wir auch, das Ding. Ha! Nee. Das ist so unnötig. Das war ja einmal bei dem Mülleimer noch ganz witzig, aber jetzt... Und dann nehme ich die... Weißt du, da liegen 78 Sachen drin und ich nehme nur die scheiß Rolle mit. Alter. Den konnte ich natürlich auch auf gar keinen Fall so bewegen. Oh, ein Wimmelbild. Holy shit. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Okay, hier muss irgendwo eine Ente und ein Hufeisen sein. Und ein Schmetterling. Und ein Windspiel und eine Gießkanne. Das soll alles schon offen sein? Guter Griff ohne Kopf. Eine Gießkanne. Eine von drei Schachfiguren. So, das Ruder hätten wir auch. Das Windspiel ist hier. Da ist der Schmetterling. Ein Stau. Hier ist noch eine Schachfigur. Hier ist... Moment, die Ente hatte ich doch auch schon irgendwo. Da ist sie. Unausgeglichene Waage. Ein Bassschlüssel, ein Staubtuch und noch eine Schachfigur. Was tun wir denn mal auf die Waage? Das ist voll das Staubtuch da, oder? Nicht so? Hier ist noch eine Schachfigur. Soll hier ein Bassschlüssel sein. Das Staubtuch sehe ich auch nirgendwo. Also ich würde ja sagen, dass das Staubtuch ist, aber das ist es offensichtlich nicht. Achso, das Staubtuch ist natürlich der Staubwedel, ganz klar. Das macht überraschend viel Sinn. Der Bassschlüssel. Der kann ja hier auch irgendwo auf dem scheiß Panel sein. Also auf dem Holz, meine ich. Der würde sich... Ah, hier. Sage ich ja. So, jetzt müssen wir nur irgendwas finden, womit wir die Waage ausgleichen... also unausgeglichen machen können und so. Dazu muss die Waage auf jeden Fall offen sein. Wahrscheinlich zum Wiegen von Gold. Wo können wir denn jetzt noch was nehmen? Okay. Der Brillenrahmen. Warum
Warum liegt er... Das ist zu hoch für einen Kobold. Ich bin einfach zu klein. Das ist natürlich bedauerlich. Ach so, ja, natürlich. Ich so mache ich zu Hause auch immer sauber. Ich spiele Match 3 auf meinem Schreibtisch und dann wird er dadurch sauber. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich das so machen, aber egal. Jetzt wackelt doch hier nicht die ganze Zeit rum. Alter, das ist auch, das ist schon mal ultra hässlich, oder? Da drüben halt nicht ab. Das geht noch. Und das ist ja ungünstig eigentlich. Alter. Wackel, wackel, wackel. What? War das jetzt gut? Ich glaube nicht. Runter solltet. Dann solltet dahin, dann solltet dahin. Dann machen wir das mal so. Das machen wir mal so. Dann machen wir das so und das so. Nein! Das wollte ich doch nicht. Fuck. Ugh. Den Rotz da irgendwie wegkriegen. Das bringt mich ja hier alles irgendwie auch nicht so richtig weiter, ne? Also irgendwie, ich... Willkommen im Land des nicht vorhandenen Spielflusses. Ach Mist, jetzt brauche ich da immer noch was. Fuck! ja. Was habe ich mir dabei denn gerade gedacht? Was will ich denn da unten eigentlich haben? Doch, Alter. Dies ist die einzige Oberfläche in diesem Raum ohne Meersalz. Der schlimmste Dreck ist weg, aber ich kann so noch nicht arbeiten.
Womit habe ich das verdient? Alter, und das kann ich auch noch alles drehen. Alter. Ich brech ins Essen. Echt mal Kack in den Napf, ne? Das ist... Boah. Es sind echt so Minispiele für jemanden, der Vater und Mutter totgeschlagen hat. Ugh. Okay, Glas Nummer 1 hätten wir. Ich weiß auch echt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das macht einfach nur noch betroffen. Eine Regenbogenbrille, ganz fantastisch. Ich fühle mich unglaublich unnütz. Okay. Alter. Nee. Gar keinen Fall in Wirklich jetzt, wobei das sind nicht ganz so viele, aber Alter. Nein, das kriege ich hin. Aber darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ja, danke. Können wir jetzt bitte die Kacktür aufmachen? Und bitte einfach hindurchgehen. Danke. Oh. Da du nun verkleidet bist, sollten wir in Erfahrung bringen, wo sich der König aufhält. Der Palast wäre ein guter Ausgangspunkt für... Keine Ahnung, konnte ich nicht lesen. Okay, bevor wir jetzt mit diesen ganzen Leuten quatschen, ich brauche eine Pause, ne? Sonst drehe ich durch. Vielen Dank fürs Ertragen bis hierher. Einen angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Ich gehe mich erschießen und tschüss.